71st edition coming to you live from a very, very special place. We're going to talk about it in a moment. Guten Abend, die 171. Sendung von The Music Goes Round and Around. Und heute sind wir an einem ganz besonderen Ort. Wir sprechen gleich darüber, aber zunächst einmal Buenas tardes, Madrid. Dobry vecher, Moskwa. Buenas sera, Milano. Bonsoir, Paris. Abari, Kenya. Good evening, Aarhus. Guten Abend, natürlich nach Warschau. Servus, Wien. Grüße miteinander in der Schweiz. Herbert, wir müssen mal miteinander telefonieren. Ich muss ja wissen, wann du kommen willst und wann du uns besuchen möchtest. Good evening London and good afternoon New York. Peter Minton in case you're watching. Clark, how you doing? Clark Ellis in Connecticut. And of course, Laverne in Texas. And good morning California. Good morning TJ and Max. Und natürlich einen wunderschönen guten Abend nach Bockwiel, Sylt, Malo, Hennig, Doktor, Tolte, Pfalzheim, Dresden, Völlig, Wusterhausen, Wendburg, Kiel, Lübeck, München, Hamburg, Wiederfeld, Gütersloh, Gießen, Bergeschlaf, Neuenhagen, Bonn, Leipzig, Frankfurt, Potsdam, Marburg, Hohe, Salga. Nein, 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 es war nicht perfekt. Der größte Zauberer der Welt ist nicht zufrieden mit sich selbst. Es war nicht perfekt. Es war eher das Niveau von David Copperfield. Nicht das Niveau von dem größten Zauberer der Welt. Guten Abend natürlich, guten Abend nach Berlin. Und zwar nach Frohnau und nach Wedding und Reinickendorf, nach Spandau, nach Charlottenburg-Wilmersdorf, nach Dahlem, Grunewald und nach Zehlendorf, nach Friedrichshagen und nach Friedrichshain, nach Treptow, nach Köpenick, nach Karlshorst, nach Neukölln und Kreuzberg, nach Steglitz und Schöneberg, nach Hellersdorf, Marzahn, nach Lichtenberg, Hohenschönhausen, nach Weißensee, nach Pankow, Prenzlauberg, Mitte, Französisch Buchholz und natürlich ganz besonders an den Kollwitzplatz. Bald kommen wir. Ja, der Sonnabend steht vor der Tür. Naja, natürlich noch nicht, die ganze Woche kommt noch, aber am Sonnabend sind wir da, denn wir haben eine Ausnahmegenehmigung. Okay, this is a very special place. Right behind us is a beautiful building. Looking at it, you might say, oh, it looks quite modern, but no. This building is from 1932 and has been built by a very famous architect of Bauhaus, Mies van der Rohe, the so-called Lemke House here in Berlin. It's really a landmark and we are so happy to be able to play here with the house behind us and with a beautiful garden and beautiful people here in the garden. Wir sind unglaublich stolz und froh, dass wir hier spielen können, denn das ist ein Haus, das passt so gut zu unserer Musik wie kaum ein anderes. Es ist 1932 erbaut von Mies van der Rohe, dem berühmten Architekten, das Lemke-Haus hier in Berlin. Und wir haben das Haus im Nacken und vor uns sitzen viele Menschen, die uns zuhören in diesem wunderbaren, fantastischen Garten. Am liebsten würde ich gleich hier einziehen, vielleicht geht das ja. Jedenfalls ist es wunderschön hier und das Wetter hält auch, jedenfalls heute. Und wir sind wahnsinnig froh, dass wir bei euch sind in Hermelinville. Hermelinville ist heute im Mies van der Rohe Haus. Heute ist Dienstag und das heißt, wir haben Neuigkeiten. Zum einen den Gewinner unserer Saturday Swing Karaoke Let's Swing Together und natürlich auch die beiden neuen Songs für unsere nächste Swing Karaoke. Aber
noch nicht jetzt. We're not going to tell you who won the last swing karaoke. We're going to do this a little bit later. And we're going to introduce the new songs for our Saturday swing karaoke. Not now, but in a couple of minutes. First of all, we are kicking off as always with Song of Today. Yes. And here's a song that has been preferred by David. Actually, I think, David, didn't you sing this song a couple of months ago? Or was it weeks ago? Round and round 171 times. That's true. At least 171 times. Plus maybe another 50 times or 60 times in different shows. Das ist eigentlich unglaublich. Wir haben, ich glaube, in den letzten 5,5 Monaten na, über 200 Auftritte sind es bestimmt schon. Ja. Das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Okay. Ja, die Swinging Hornets haben ein ganz schönes Pensum hinter sich, aber wir haben noch viel mehr vor uns. Hier kommt der Song of the Day Nummer 1. David, what's your song? T4. One, but in this case it's called T for Two. But you vote for number one, of course. I hope. Doesn't matter. Picture you and Parmanis just T for Two and Two for T. Me and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have this no near. We on a telephone, dear. Day will break when you will vote for number one and I'll be so happy. That's a strange song. I never heard this lyrics. Also, das war die Nummer 1. Wir spielen die Songs ja nur an und ihr müsst nachher dann abstimmen und entscheiden, welcher Song soll Song des Tages werden, welcher Song wird Song of Today. It's up to you as always, 3 songs, your choice. Song of Today, we play the song with the most votes, of course, at the end of the show. Here comes number 2. The song for Anita, the song for Renate and for Karin and all the others who prefer number 2. Who is actually suggesting number 2? Is it Hannes Krause? No, not today. Not today. He is not the one. Johannes Krause on the guitar. The Duke of Clarinet. James Cannell. Daniel Dospivar. Daniel Dospivar on tenor saxophone. Malte Turnison on bass. None of you? It must be Jörg Ferralding on clarinet. Yeah, swing machine, yeah. We just welcomed a citizen of Hermelinville here in the wonderful garden of the Lemke House. Jürgen Ney ist hier. Jürgen Ney ist gerade eingetroffen. Ich sehe ihn da drüben. Also, Hermelinville ist überall. So, jetzt kommt die Nummer 2. Jörg, was willst du denn für einen Song spielen überhaupt? Nobody Sweetheart. Findest du, dass du Nobody Sweetheart bist? Du bist doch der Sweetheart mindestens von Karin, Renate und Anita, oder nicht? Anita, wie sieht's aus? Anita, wir müssen noch reden, aber das kommt später. Jörg, das ist immer das Problem, wenn du so schnelle Songs nimmst, sind die so schnell vorbei, die erste Hälfte. Aber vielleicht hast du ja genug Eindruck gemacht, wer weiß. Okay, this was number 2 and here comes our swinging sweetheart, Rachel Hermelin. Rachel, come over here. You have suggested a song. What's your song? Is it a ballad or an up-tempo song? What is it? Ballad. It's a ballad tonight, okay. What's the ballad? You'll never know. You'll never know what the ballad is? Exactly. And I'm supposed to play the song if I don't know the song? Just sit down and play, you'll never know. Okay. Sorry. Just play 4 bars. Ma'am, yes, ma'am. Well, you never know. You'll never know if an apple is ripe till you bite it. You'll never
One, two or three. It's up to you. Jetzt könnt ihr abstimmen. Eins, zwei oder drei. Jürgen hat sein Telefon schon in der Hand. Jetzt bin ich aber gespannt, wie Jürgen abstimmt. Ja? Aber Jürgen ist natürlich Pokerface, er sagt nichts. Karin, Anita, Renate und all die anderen, jetzt könnt ihr abstimmen. Eure Stimmen werden natürlich gezählt. Voting is kicking off now. One, two or three. It all depends on you. Well, yesterday we got, I think, two loser songs. And the first one is actually a beautiful one because it's written by David Hamlin, our reefer man. He didn't win, but it was a narrow margin. Was it a narrow margin, Rachel? Was it a narrow margin? Yes, very. How narrow? 4 votes difference? Okay. It was sogar identisch. Yeah, Xing Shang Shang, whatever. Anyway, okay. Dreamt a dream. I'm back. You walked in my world, stood still, and yet my head reached out to you. Dreamt a dream, and you fulfilled my life, and it starts anew. Do you see my sky, you're painted blue? You hear the birdies sing up above a lovely melody. Dreamt a dream that I had wings. Take my hand and cling to me. Then we fly away. What a view for us. Wish you could stay. You, the moon and the stars. When I have you by my side, your favorite tulips flow with the flow. Dreamt a dream and now I realize that you want me to. You made the dream I dreamt come true. Then we fly away. What a view for us. Wish you could stay. You, the moon and the stars. When I have you by my side, your favorite tulips flow with the flow. Dreamt a dream and now I realize that you see me too. You made the dream I dreamt come true. Was für ein schönes Lied, und ob man es glaubt oder nicht, dieser Song stammt nicht aus dem Jahre 1937 oder 39, nein, er stammt aus dem Jahre 2020. Und ist geschrieben worden von dem da hinten.
Yeah, this song has been written not in 1937-39. It was written in 2020 by this guy over there. Talking about this guy, I mean, it's now more than 5 weeks that our deputy mayor, James Udall, got missing. Okay, I admit it was a bit my mistake, kind of my mistake. It's one of the very few occasions in which the greatest magician of the world has failed just because of this contaminated magic stick. Anyway, obviously, our deputy mayor is still held captive by David Copperfield. Der größte Zauberer der Welt. Ja, es ist 5 Wochen her. Hat einen wirklich ganz kleinen, unbedeutenden Fehler gemacht. Und schon verschwand James Udall. Er sollte nach Halle und landete in den Fängen von David Copperfield, der ihn seitdem mit Musik terrorisiert, und zwar mit Disco-Musik. Das ist wirklich furchtbar. Noch immer versuchen wir ihn zu befreien. Und vorhin, als wir in diesen Garten kamen, in diesen wunderschönen Garten des Lemke-Hauses, erklang ein merkwürdiges Summen. Und dieses Summen weckte Hoffnung in uns, auch in mir. In der Tat. Oh doch. Abracadabra! I knew it. I've known it from the start. There was this sound. The bees are here, David Copperfield. They are coming for you. In this beautiful garden, wir haben so viele Bienen hier. Da sind sie. Das ist der Sound, David Copperfield, der dir Angst einjagen muss. Denn diese Bienen werden beteiligt sein an der Befreiung von James Udall. To be continued. Okay, anyway. Yesterday, Rachel lost with another song. Actually, a very beautiful ballad from 1940. And the song is called Taking a Chance on Love. Rachel, would you like to sing the song? Sure. Okay, come over here. Why not? I guess I would be a loss. I mean, it's in the program. Yeah. Here I go again. I hear the trumpets blow again, all aglow again, taking a chance on love. Here I slide again, about to take a ride again, starry-eyed again, taking a chance on love. Give my all again, taking a chance on love.
One of our all-time favorites, Taking a Chance on Love. And now let's talk about something very serious. Our last week's Saturday Swing Karaoke, let's swing together. Es ist etwas Unglaubliches passiert. Yeah, this time around, something unbelievable happened. First of all, we had a lot of participants. Yes, that was really something. Many people took part in our Saturday Swing Karaoke. But what happened? Well, two people came up with the very same number of votes. Yeah. Zwei von euch haben genau die gleiche Punktzahl bekommen. Das ist unglaublich. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir vergeben zwei Siege. Ja, we have just decided that there will be two winners for last week's Saturday Swing Karaoke. I think it's just fair. And these two people are... And these two wonderful people are... A lady who loves Daniel Duspiva and who loves number two. And the lady's name is Anita! Anita, du hast gewonnen! Ja, das hat sich wirklich gelohnt. Klapper, 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 klapper. Richtig gut. Anita, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Aber es gibt ja noch einen zweiten Gewinner. Der zweite Gewinner, nun, ich weiß gar nicht, ob es er verdient hat, gewonnen zu haben, denn es gibt Gerüchte, schlimme Gerüchte, dass er zusammenarbeitet mit diesem David Kopperfeld. Oh nein. Oh ja. Oh nein. Es gibt Gerüchte. Vielleicht wurde er nur verhext von diesem Amateur namens Kopperfeld. Aber gewonnen hat er bei der Saturday Spring Karaoke doch. Ah, he's a dark man in a dark room. But he won, just like Anita. Sascha, komm! We've got two winners, Anita und Sascha. Anita und Sascha, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt beide gewonnen bei der Saturday Swing Karaoke. Das sollte euch anspornen, bei der nächsten wieder dabei zu sein. It should encourage you to take part in the next Saturday Swing Karaoke, which is starting on Saturday. No, actually, not on Saturday, tonight. Because tonight we are going to introduce to you the next two songs. Your choice. You will decide which one of the two we are going to play together. This invisible bridge, the invisible bridge that connects us in Hermanville on Saturday. So, here comes K1, the first song. As always, you know, just type K1, K2, and then we count all your votes in, and we will let you know. By tomorrow night, we will know the results. On Thursday, we'll let you know which song has won and which song we're going to play together. Wie immer werden wir das so machen. Wir spielen jetzt die beiden Songs. Ihr könnt dann schreiben, K1 oder K2, je nachdem, welcher Song euch besser gefällt. Und am Donnerstag werden wir euch dann erzählen, welcher von den beiden Songs gewonnen hat und welchen wir zusammen spielen werden. Here comes K1. And the K1 is called Back Home in Indiana. Again. They come again. Okay. Sorry about that. How fast, my friend. How fast? Not that fast. The other one is fast, right? Yeah. Okay. This is your K1, but here comes K2. Hier kommt K2 und der Song hat was mit blauem Himmel zu tun. Jetzt ist es inzwischen so ein bisschen unindifferent. Naja, so ein bisschen grau, ein bisschen blau. So richtig weiß man es nicht genau. Hier ist ein Song von Walter Donaldson. Das ist K2. Für euch, My Blue Heaven. Thank you.
And now it's up to you. K1 or K2. Back home in Indiana or My Blue Heaven, it depends on you. Jetzt hängt es alles von euch ab, welchen Song ihr mit uns gemeinsam spielen wollt am Sonntag bei der Saturday Swing Karaoke. Entweder Back Home in Indiana oder My Blue Heaven. But on my music is written Back Home in Indiana. You wrote it down. It is always the fault of the Frenchman. Okay, 50 million Frenchmen can't be wrong. Okay, ja, jetzt ist es so. Wir haben ja in den letzten 171 Sendungen natürlich immer mal auch Songs wiederholt, aber wir haben eigentlich in fast jeder Sendung einen neuen Song gespielt. Also wenn wir sagen, wir haben pro Sendung nur einen neuen Song gespielt, wären das jetzt auf jeden Fall schon mal 171 Songs in den letzten 5,5 Monaten. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, es waren eher so mal durchschnittlich 2, oder? 2 neue Songs mindestens. Und dann 3 so, naja, wenn man jetzt noch dazu rechnet, die Freitagsshows, ne? Also sagen wir mal mindestens 200 neue Songs. Ich denke mal eher 250. Okay, here comes another new song, because we have been playing a lot of songs, new songs over the last months, and actually at least one new song per show. And this song is coming from Hannes Krause, the guitar player. Hannes, was ist das Lied? Wie heißt das Ding? Warming Up. Warming Up. Aber er spielt gar nicht Gitarre, er spielt Trompete. Jockel, er spielt Trompete. Was sagst du dazu? Okay. Ah, ja, okay. Gut, hier kommt Warming Up. Ja, ich muss erst mal ein bisschen warm werden. Aha. Also, warm up. Du hast eine halbe Stunde Zeit, um warm zu werden. Willst du kalte Zimmer da? Geh doch ruhig vorne. Ja, komm hier. Ich will doch nicht vor euch stehen. Nein, nein, komm, ihr seid doch die Schönsten. Komm, alles. Ihr seid doch die Schönsten hier, Mensch. Okay. Hier und ich. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Been warming up, kind of warming up, and we are warming up to decision minute. Yes, because in the very next minute we are going to tell you which song has won the song of today. And as always, our swinging sweetheart Rachel knows all the secrets and all the answers.
Jetzt erfahrt ihr, welcher Song of the Day geworden ist. Und wer weiß das? Natürlich unser Swinging Sweetheart, Rachel. Let me show you first, because I'm really proud. My God! I won. What? And the greatest magician of the world, I've seen it by an incredible margin. Ja, der Abstand ist groß zu Nummer 2 und Nummer 1. Das muss man wirklich sagen. Rachel is the winner of today. You'll never know why she won, but she did. You never know if an apple is ripe till you fight it. You'll never know if a fire's gonna burn till you light it. You'll never know what it means to be blue till you lost an old friend. You'll never know how long a rope may be till you reach the end. You'll never know how good a book may be till you've read it. Well-deserved song of today. It's a beautiful one. And well, we're winding up at this beautiful place of the Mies van der Rohe Villa de Lemke House here in Berlin. If you ever have a chance to come to Berlin, come here and check it out. It's very interesting. It's a great museum. Little one, but a beautiful place to be. Wenn ihr Berliner seid und noch nicht hier gewesen seid, so wie ich, Schande über mich. Als Punker noch nie hier gewesen, ist gleich um die Ecke. Oder wenn ihr mal nach Berlin kommt zu Besuch, unbedingt vorbeigehen. Im Mies van der Rohe Haus, das lohnt sich. Es ist ein fantastisches Haus, wenn man sich überlegt, wie 1932 gebaut wurde. Ich frage mich, was eigentlich in den letzten 80 Jahren so passiert ist in der Architektur. Nicht allzu viel. Okay, morgen sind wir vielleicht, ich sage bewusst vielleicht, in der Liebermann Villa. Am Wannsee. Das hängt natürlich ein bisschen vom Wetter ab. Wenn das Wetter nicht so gut sein sollte, senden wir von zu Hause und kommen ein paar Tage später in die Liebermann Villa. Wir werden darüber berichten und schreiben euch. Ansonsten danken wir euch natürlich auch sehr für die Unterstützung. In den letzten Tagen ist unser Telefon hier geglüht seit dem Heute-Journal. Es hat überhaupt nicht mehr aufgehört und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die uns schreiben und es gibt viele Anfragen. Wir versuchen hinterherzukommen, aber momentan ist wirklich der Wahnsinn. Since we have had this coverage at the ZDF Newsroom, our telephones are going crazy and we are trying to reply to all your comments, we are trying to reply to all the inquiries. We are trying the best, but it's really, really difficult. It's getting difficult, and this band is going places, swinging harmonies. Anyway, tomorrow we are trying to be at the Liebermann Villa in Wannsee in Berlin.
It depends on the weather, because there's some rain maybe tomorrow, and if not, we'll be at home broadcasting from home. Tomorrow is Wednesday, Wednesday quiz. Don't forget to tune in at 7 p.m. Anyway, see you tomorrow, and for now, we would like to say goodbye, as always, with a smile and a song. A song. Life is just like a bright sunny day. Your cares fade away, and your heart is young. With a smile and a song, all the world seems to awaken anew, rejoicing with you as the song is sung. There's no use in grumbling when raindrops come tumbling. Remember, you're the one who can fill the world with sunshine. When you smile and you sing, everything is in tune and it's free, and life goes along.